Nur noch 17 Stunden und ein Jahrhundertereignis startet durch. Wir freuen uns alle. Hier die Nachtschicht davor, nicht für das neue Schiff, aber sie werden dabei sein. Ich verbringe die Zeit noch mit Spaghetti-Eis essen und mit netten Dialogen mit Kapitänen und mit dem Personal der Fährschiffe. 2010 war das letzte große Ereignis einer Fährtaufe. Die Lodi war es damals. Alle freuen sich, alle sind mit den Gedanken schon dabei, wie in 17 Stunden das Fährschiff ablegt. Mit Gas. Mit Gas, das ist natürlich das Superlative hier an diesem Tag. Hybrid und viele Ersparnisse wahrscheinlich durch die neuen Techniken. Wir freuen uns auf die neue Fähre in Konstanz.